So. Willkommen zurück bei Kingdom Hearts Final Mix. Weiter geht's. Ich habe jetzt alles gemacht, alles eingesammelt bei dem Sprungabenteuer mit Tigger. Und habe ich dann irgendwann gemerkt, dass der Sound komplett asynchron war. Und das war richtig widerlich. Ich muss die Konsole nochmal neu starten, aber naja, jetzt läuft ja alles wieder so, wie es soll. Hi Merlin, was gibt's? Willst du Höhle? Welche Höhle? War ich noch gar nicht. Ach, hier unten. Ah ja, okay. Ist Kairi schon hier? Nein. Das kommt später noch. Okay. Nice, eine Abkürzung. Gut. Ich weiß jetzt leider nicht mehr aus dem Kopf, was ich hier jetzt in Traverse Town noch machen muss, aber das werden wir schon rausfinden. Ich würde mich noch mal gerne zum Haus der Welpen zurück. Da bekomme ich nämlich auch noch ein paar Items. Ich gebe 120 mittlerweile? What? Real? Wo ist er denn? Komm her, du kleiner MP-Spender, du. XP-Spender, sorry. Du bist hier. Ach, verdammt. Das hat nicht so geklappt. Jetzt haut er gleich wieder ab. Ich kenn sie doch. Cool. Jetzt sind wir, glaube ich, auch da. Ah, genau. Jetzt sind wir hier im Haus. So habe ich das geplant. ja. Nee, eigentlich wusste ich gar nicht, dass ich hier bin jetzt, aber passt. Skippe ich mal. Ist immer die gleiche Animation. Ein Geschenk von Bong und Paddy. Brikalon. Ultima Gummi. Geil. Sehr cool von denen. Okay, ihr seid auch hier. Zack. Oh hey, du lebst ja noch. Das fällt dir ein. Hör ich. Und durch die Kugeln, die fallen lassen, habe ich einfach echt mal wieder volle HP. Müssen wir um HP keine Sorgen machen. Hier wird gefightet. Ich glaube, dass ich ins Hotel muss, aber sicher bin ich mir dessen nicht. Deswegen kämpfe ich mich erstmal hier ein bisschen durch. Vielleicht muss ich auch in die Villa mit Kniff. Hallo? Ah, nee, mir kam es gerade wieder, was ich machen muss. Da hier sind wir falsch. Bam. Ich weiß, wo das Schlüsselloch hier ist in Travers. Komm. Yes. So, du dicke Wurst. Du kriegst es jetzt besonders einen eingeschenkt. Yeah. Cool. I like. Oh, das waren sie, glaube ich, alle. Hier muss ich lang. Ich muss nämlich nach Traverse Ost wieder. Aber da hier noch Herzrose sind, nehmen wir die gerade noch mit. Schaden wird's nicht. So. Ah. Ich kriege sie fast in einem Rutsch tot. Aber oft reicht mein Angriff dafür nicht aus, leider. Ah, da fällt mir gerade was ein, apropos Angriff. Ich habe Items bekommen. Truhe. Und zwar Kraftbolzen, Schutzengel, 2 Stück und Abitilamin. Die werde ich nämlich jetzt instant nach Sora geben. Da sind wir auch echt gut dabei jetzt. Schutzengel. Da. Nochmal. Geil. Okay. Kann ich denn noch was Neues ausrüsten, da wir jetzt mehr MP haben? AP. Ragnarök ist ziemlich cool. Jetziges Drücken wäre dann der Luftkummer für Ragnarök aus. Ziel muss schweben. Combo Master trifft. Oh ja. Trifft mit Combo-Attacken, selbst wenn die Attacke daneben geht. Aber dafür reicht's nicht. Oh, er hat 3. Glückspilz. Seltene Eisens fallen einem in die Hände. Rassisten aller Mitglieder steigt der Effektivität. Die Effektivität. Okay, her damit. Hat Goofy das nicht auch? Ja, hat er. Evolution. Nutzt MP, um die Gruppe zu heilen. Okay, Trotzkopf. MP-Spender. MP hast. MP-Heilung wird beschleunigt, genau. Das gebe ich ihm mal. Auch sehr gut. Kann öfters mal ein paar krassere Attacken. Gut, jetzt sind wir wieder hier.
was auch soweit richtig ist. Ich weiß aber nicht, ob ich... Alter. Okay, ich muss mal kurz weg hier. Ich bin fast tot. So. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier das schon aktivieren kann, was ich aktivieren möchte. Da muss ich nämlich gleich mal gucken, ob das funktioniert. Aber erstmal müssen die Herzlosen hier weg. Die sind mir da in Born im Auge. Mir fehlt halt echt noch immens Angriffskraft. Sonst sehe ich hier irgendwann kein Land mehr später. Ja, von den Dicken hier, da kommen später noch haufenweise. Autsch. Okay, jetzt reicht's. Na komm, lang nochmal zu. Jawohl. Danke, bin wieder voll geheilt. Sie lassen schon genug Heilung fallen, aber... Die ist mal zu fletschen, ist halt ein Akt. Okay, ihr auch wieder, ihr vier. Ihr vier seid die nervigen drei. Das dauert hier alles zu lange. Ich brauche halt auch die anderen Schlüsselschwerter irgendwann mal, aber ich will das hier erst noch erledigt haben. Yes. Oh, Goofy hat's erwischt. Ach, Donald auch. Ich war alleine. Das hier müssen wir irgendwie aktivieren. Das ist unser Ziel. Da ist das Schlüsselloch, aber mache ich das nochmal? Das ist die andere Frage. Das will mir leider nicht in den Sinn kommen. Ich weiß nicht, ob ich nochmal die Glocke läuten muss oder irgend so ein Käse. Vielleicht. Hä? Vielleicht frage ich nochmal nach. Vielleicht wissen die ja was. Warum. Was? Sind auch die. Sind sie auch der Dunkelheit zum Opfer gefallen? Meine Schätze. Gewöhnliche Menschen können nichts gegen die Dunkelheit ausrichten. Wir müssen das Schlüsselloch versiegeln, bevor die Dunkelheit uns hier überwältigt. Überall tauchen superstarke Herzlose auf. Mach sie fertig, Sora. Und du, Kairi? Wie es Riku wohl geht? Weiß ich nicht. Den werden wir auf jeden Fall später noch mal treffen. Hm. Fragen über Fragen. Vielleicht sollte ich doch nochmal in die Villa mit Kniff oder ins Hotel. Was auch immer ist, ich skippe das erstmal. Ah, ich weiß es. Oder? Ist es hier? Ja, schon wieder weg. Ach, hi. Ja, auch hier. In so einem engen Raum mit denen zu kämpfen, das ist ja die Hölle. Okay, nice. Danke, das ist super cool von dir. Was? Ach, ihr auch noch? Die ganze Riege an Herzlosen hat sich hier versammelt, um mir Einhalt zu gebieten. Nur leider klappt das nicht. Yes, danke. Goofy wirbelt sich hier ein. Okay, das war's erstmal soweit. Baldrian? Oreo? Da können wir nicht rein. Hier ist nichts. Da gehen wir wieder raus. Dann gehen wir nochmal in die Zimmer. Oh hey, was machst du hier im Bett? Das gehört sich nicht. Okay, ist nichts. Wir sind die. Mach mir eher einen Schabernack. Ist ja cool, dass hier einige Herzlose sind, um zu grinden, aber das ist eigentlich nicht mein Ziel. Ach ja, genau. Ich gehe wieder. Ich gehe mal in Richtung Villa mit Kniff. Dann da durch und dann nochmal hier hoch.
die Glocke läuten. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Ich skippe die erstmal vorerst. Wie gesagt, ich weiß, dass hier ein Schlüsselloch zu versiegeln ist. Weiß aber nicht, ob ich dazu wieder diese Glocke läuten muss. Ich vermute es mal stark, ich weiß es nicht. Ansonsten muss ich dessen nochmal nachschauen gehen. Oder wir gucken erstmal, was wir in anderen Welten noch so reißen können. Die nicht so. Schnapp, schnapp, schnapp. Weg mit dir. Irgendwie hat das nichts gebracht. Hiermit irgendwas? Ah, jetzt. Hat der Ton wieder einen Aussetzer gehabt. Ich weiß nicht, warum das manchmal passiert. Aber solange der Ton nicht asynchron ist, ist alles cool. Das wäre relativ ungeil. Yes, ein Level Up. Mega gut. Ach ja, genau. Und mehr von euch. Da ich jetzt leider nicht aktuell weiß, was ich Traverse Town soll, würde ich auch echt mal sagen, verlassen wir Traverse Town und gucken uns erstmal in anderen Welten um. Vielleicht müssen wir einfach später hier hin. Ich weiß es nicht. Na, Sid, was geht? Sid, ich muss zurück nach Hollow Bastion. Ich glaube, das kann ich nicht zulassen, mein Junge. Die Herzlosen dort werden immer mehr. Sie würden euer Schiff verschlingen. Aber was können wir denn sonst tun? Ganz einfach, macht einen Bogen um sie. Ein neues Navigummi montieren und neuen Kurs nehmen. Ein neues Navigummi? Woher denn? Aus dem geheimen Wasserkanal. Ich habe es dort vor 9 Jahren versteckt, für den Fall, dass ich es einmal brauche. Ich hätte nie gedacht, dass ein Kind es einmal benutzen würde. Der Wasserkanal, ah okay, das war ein guter Hint. Das heißt also, wir müssen nach Traverse Nord und dann in den Wasserkanal. Und weil ich Bock habe, jetzt gerade, weil ich einen Hint bekommen habe, wie es weitergeht, gebe ich euch erstmal schön eine auf die Schnauze. Wie wär's damit? Ja, danke. Das ist jetzt... Hallo, komm runter da. Wie sie rumfliegt, ne? Wie mir auf den Sack geht. Voll räudig. So, das wäre gelöst. Ach, du bist noch da. Sorry, da du da oben so rumschwebst, habe ich dich leider nicht gesehen. I'm sorry for that. So, hier rein. Dann hier runterlaufen. Ach ja, genau. Ihr auch, ihr. Guten Tag, die Herren. Einmal gefletscht, bitteschön. Yes. Komm, du auch noch. Und noch mehr. 150 geben die jetzt mittlerweile. In Hollow Bastion haben die weniger gegeben. Grinding like a boss. Meine
LP ist halt richtig mickrig. Noch. Aber ihr seht ja schon, es macht schon so einen Schlenker. Na gut, wie ist das Ganze sogar noch ausgeprägter. Aber wir sind jetzt Level 50. Sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ja, jetzt sind wir hier richtig. Jetzt bekommen wir auch ein Schlüsselschwert von Kairi. Was für eine geheimnisvolle Zeichnung. Sie hat etwas Hypnotisierendes. Hypnotisches. was ist denn da los? Gehen wir mal hin. Navigummi erhalten. Da ist das besagte Navigummi. Kriege ich jetzt doch nicht das Schlüsselschwert, oder doch? Komm, wir gehen zu den anderen zurück. Wir sollten uns etwas ausruhen. Okay. Ja, doch nicht. Oder doch? At the end of the tunnel. Oh, your grandma's story, right? That's right. We were together. You know what's funny? I looked everywhere for you, but you were with me all along. Finally, we're together, Kairi. Now, it's time to get Riku back. You think it'll ever be the same again between us? Riku's lost his... When I turned into a Heartless, you saved me, remember? I was lost in the darkness. I couldn't find my way. As I stumbled through the dark, I started forgetting things. My friends, who I was. The darkness almost swallowed me. But then, I heard a voice. Your voice. You brought me back. I didn't want to just forget about you, Sora. I couldn't. That's it! Our hearts are connected. And the light from our hearts broke through the darkness. I saw that light. I think that's what saved me. No matter how deep the darkness, a light shines within. I guess it's more than just a fairy tale. Well, let's go! You can't go! Why not? Because it's way too dangerous. Come on, Sora. We made it this far by sticking together. You can't go alone. Kairi, even if we're apart, we're not alone anymore, right? I can't help? You'd kind of be in my way. Okay. You win. Take this. It's my lucky charm. Be sure to bring it back to me. Don't worry, I will. Promise? Promise. Don't ever forget. Wherever you go, I'm always with you.
Die Dinge spitzen sich zu. Jetzt haben wir ein bisschen Backstory bekommen, was mit Rico eigentlich passiert ist. Und wir haben Sterntreue erhalten, ein Schlüsselschwert, so wie ich es vermutet habe. Ich habe gedacht, das kommt erst später. Aber ja, wir haben es ja endlich, ja. Ihr Lucky Charm, wir sollen es ihr wieder bringen. Das werden wir natürlich einhalten. Oder zumindest versuchen wir es. Das ist mein Talisman. Versprich ihn, mir wiederzubringen. Ja. Und dieser Talisman ist quasi ein Anhänger. Sterntreue. Da seht ihr es, der Stern. Der hat Relevanz. Das ist Schlüsselschwert. Solltet ihr euch einprägen. Es wird nochmal wiederkommen. So viel kann ich euch sagen. Und dieses hier ist das drittstärkste Schlüsselschwert im Spiel. Es gibt danach noch eins und dann kommt das Ultima-Schwert. Maximum MP plus 1. Angriffskraft von Magie und Rufen steigt. Ausführung von nachfolgenden Volltreffern. Und ich finde, das sieht einfach extrem geil aus. Richtig gut. Okay. Das hätten wir. Also war das hier alles soweit richtig. Und wir haben das Navigummi. Das heißt, wir können zu Sid zurück und ihm sagen, dass wir das haben. Und wer da zurück gesprochen hat, das werden wir auch noch erfahren. So wie es sei gesagt, es ist jemand, den wir nicht kennen. Aber es ist eine sehr, sehr wichtige Person. Kleiner Hint. Donald und Goofy kennen ihn. Aber mehr verrate ich nicht. Vielleicht kommt er ja drauf. Ich will doch nicht blocken. Mein Gott, hab ich jetzt die Steuerung schon vergessen? Ich will eigentlich so hier eine Rolle machen. Mach mal Rolle. Also sind wir im aus der Welpen. Da wollte ich diesmal nicht hin. Ich wollte eigentlich gerne zurück nach Travers Mitte, wo sich Sid aufhält. Als kämpfen wir uns erstmal ein bisschen hier durch. Ich finde das Geräusch auch so geil. Kling, kling, kling. Jedes Schlüsselschwert, vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt, hat einen anderen Sound, der abgerufen wird. Und eine Animation, die bei den Treffern abgerufen wird. Hier in dem Fall sind das so Sterne, die wir da sehen. Wo ist er denn hin? Da oben. Oh ja. Das sind die tollsten da, die sich einfach irgendwie teleportieren und so. Ach komm. Und das Schlüsselschwert hat jetzt etwas weniger Angriff, dafür aber eine höhere Reichweite, was extrem gut ist. Und ich nicht immer so nah an die Herzlosen ran muss. Und schon vorher Treffer landen kann. Okay, das hätten wir. Ab nach Travers Nord. Aus Travers Nord. Ah, die da. Oh, sie haben uns. Ah, das könnte sein, dass ich sterben werde. Die Gegner, die schießen auf uns. Eigentlich will ich nicht gegen die kämpfen. Hilfe. Ich sehe schon, die anderen sind tot. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Die werde ich wann anders bekämpfen, nicht jetzt. Das ist auch so ein Special-Gegner. Oh, hi. Gefunden? Okay, dann werde ich das mal montieren. Alles klar, ihr könnt los, wann immer ihr wollt. Ich wünschte, du müsstest nicht alleine diese Gefahren bestehen. Okay. Dann. Ups. Einmal festhalten wir die. Dann gehe ich nochmal hier rein und werde nochmal speichern gehen. Eine Sache werde ich noch gucken. Und zwar, ob ich hier im Moogle-Shop noch was herstellen kann. Ich habe jetzt noch ein bisschen neuen Stuff gefunden. Vielleicht hilft's ja. Aber ich glaube, das. Ja, es fehlen mir noch zu viele andere Items. Das haben wir schon. Moogle-Abzeichen. Orikanon habe ich schon 12. Krasser Scheiß. Ja, Tropfen. Kriege ich von den Fungis. Meisterring, Wuttropfen auch. Kriegerkette, Aschardtropfen auch. Mithril. Ja, Mithril-Tropfen. Okay. Ist leider nicht viel zu reißen. Dann gehen wir mal raus. Und eine Sache noch. Dann ist die Folge auch leider schon vorbei. Mal gucken, ob die Jungs Tick, Trick und Track neue Ausrüstungsgegenstände für Donald und Goofy haben.
Guck mal, hier können wir nämlich schon Orikalon kaufen, aber 5000 kostet einer. Huiuiui. So. Hat man ein Schild. Kaufen wir mal. Klingt gut. Richtstab. Klingt auch gut. So, was können die denn? Der ist sogar schlechter als der Thanos-Stab. Dann haben wir ihn einfach mal. So, Herkules-Schild ist auch besser als jetzt der Adamant-Schild. Nö. Aber, naja. Sind wir einfach mal 8000 Taler losgeworden, aber wir kriegen immer wieder neue. So. An dieser Stelle schon mal danke sehr fürs Zusehen bei Kingdom Hearts Final Mix. In der nächsten Folge geht's dann ab nach Hollow Bastion, beziehungsweise in den anderen Welten gibt es auch nochmal hier und da ein bisschen was zu tun. Weiß nicht genau, ob ich das jetzt schon direkt machen werde, aber das werden wir dann sehen. Also dann, danke ich euch schon mal fürs Zusehen und schaltet ein wieder bei Kingdom Hearts Final Mix.